Die hier gezeigte Hycon Freihandkernbohrmaschine HCD 50200 für Bohrbereiche von 5 bis 35 cm bei lediglich 7,6 kg Eigengewicht überzeugt sowohl durch ihre Sicherheit als auch Wirtschaftlichkeit. Die Bohrung erfolgt freihand. Aufwendige Montagearbeiten für ein Bohrstativ entfallen. Innerhalb von 104 Sekunden ist der gezeigte Bohrvorgang mit einem Bohrdurchmesser von 200 mm beendet. Theoretisch wären somit innerhalb einer Stunde bis zu 34 Bohrungen möglich. Der hydraulische Antrieb minimiert die maschineneigenen Vibrationen und führt somit zu einer Verdoppelung der Standzeiten der Bohrkronen im Vergleich zu benzinbetriebenen Kernbohrgeräten. Die Drehzahl der Freihandkernbohrmaschine kann stufenlos für den jeweiligen Bohrbereich optimiert werden. Hierzu wird die Ölmenge am Antriebsaggregat stufenlos auf den optimalen Wert eingestellt. Somit ist maximaler Bohrfortschritt bei minimalen Kosten gewährleistet. Die Kernbohrmaschine ist sowohl für Trocken- als auch Nassbohrungen geeignet. Mittels Adapter können alle marktüblichen Bohrkronen verwendet werden. Im Rahmen einer weiteren Bohrung ist der stufenlos um 360 Grad einstellbare Haltering erkennbar. Der Bediener kann somit in jeder Position das von der Maschine ausgelöste Drehmoment sicher beherrschen. Bevor der Bediener nunmehr die Bohrkrone absichtlich verklemmt, wird auch hier die Motordrehzahl optimiert. Die Freihand-Kernbohrmaschine verfügt neben optimierten Hand- und Haltegriffen über eine praktisch verzögerungsfreie Sicherheitsabschaltung. Diese Sicherheitsabschaltung stellt sicher, dass im Falle eines Verklemmens der Bohrkrone weder der Bediener verletzt noch die Bohrkrone beschädigt wird. Sobald die Bohrkrone nicht mehr blockiert ist, kann der Bohrvorgang ohne weiteren Zeitverlust sofort wieder fortgesetzt werden. Die Bohrkrone wird in gut 13 Sekunden durch den Mitarbeiter absichtlich verklemmt. Es ist gut erkennbar, dass die Bohrkrone verzögerungsfrei stehen bleibt. Die absichtliche Verkantung wird genau 2 Sekunden aufrechterhalten. Nach Beenden des Verkantens läuft die Kernbohrmaschine verzögerungsfrei und kontrolliert wieder an. Zu keinem Zeitpunkt besteht eine Gefahr für den Bediener. Die gezeigte Sicherheitsabschaltung ist verschleiß- und wartungsfrei. Dies minimiert die Unterhaltskosten entscheidend. Die Maschine ist 100% abgasfrei, was den Einsatz im Grabenverbrauch 100%ig sicher macht. Der hydraulische Antrieb schließt ebenso Gefahren und Schäden durch elektrischen Kurzschluss sowohl für den Bediener als auch für die Maschine aus. Nassbohrungen, auch über Kopf oder unter Wasser, sind 100%ig sicher. Im Weiteren wird die Bohrkrone nochmals durch den Bediener durch absichtliches Verkanten blockiert. Die Maschine bleibt wiederum verzögerungsfrei stehen und läuft nach Beendigung der Verkantung wieder sanft und kontrolliert an. Dies führt zu maximaler Sicherheit bei maximaler Wirtschaftlichkeit. Die Freihandkernbohrmaschine ist natürlich auch Bestandteil unserer Effizienzkisten. Sie können diese im Rahmen einer Kurz- oder Langzeitmiete auf ihre Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit testen. Natürlich können Sie diese auch jederzeit käuflich bei uns erwerben. Danke fürs Anschauen. Hier geht es zum Abonnieren, hier zum Kanal, hier zur Homepage und hier zur Playlist. Bis zum nächsten Mal.